Das finde ich gut, ich muss mir mal Mühe geben. Lass uns das nächste Mal wiederholen. Nächstes Mal gewinne ich. Also, Leute, wenn wir einen Tag-Partner brauchen, hier Jules. Jules ist Go-To-Tag-Partner. hey Sadie, wir haben plötzlich wieder DP, die wir ausgeben können. Durch ein Duell mal eben so 700. Alles klar, bis später, Toxic. Was kaufen wir am dümmsten dafür? Immer noch erst 50% von der Held taucht auf. Scheinen aber so viele Karten drin zu sein. Wir haben nichts Neues gekriegt aus den Boostern, die wir von Topf gekauft haben. Na komm, zwei nehmen wir noch. Dann nehmen wir auch noch irgendwie zwei hiervon. Auch erst 50% von. Ist hier überhaupt mal was Sinnvolles drin? Ich meine, wenn da schon Zylinder drauf abgebildet sind, kann man eigentlich schon nichts Hartes erwarten. Aber wir gucken trotzdem mal rein. Noch eine Bodenklappenfalle. Flut des Anubis hatten wir aber, glaube ich, schon. Kämen, Avian. Flammenflügelmann. Ah, das ist nochmal was Ordentliches. Kann man wenigstens eher ein Deck bauen, wenn wir eins haben wollen. So, nochmal der Versuch. Keine sicheren Wiederkehr, haben wir mal nicht auch schon mehrfach. Und jetzt gerade hinabziehen. Nope. Deck Force 6 behandelt das Ende von 5Ds und Special von allen Serien den Anfang. Okay. Können wir noch ein Sandwich kaufen? Wir haben nur 80 DP. Haben wir noch Platz für ein Sandwich? Also da ist schon zu viele Sandwiches. Okay. Dann nicht. Ich werde warten. Warte du mal, Taubefi. Ich überlege mal nochmal, ob ich wiederkomme oder nicht. Ja, ist noch keine Zeit vergangen. Dann müssen wir ein bisschen Zeit verschwenden gehen. Ein bisschen durch die Gegend rennen. Bis die Leute sich umpositionieren. Also quasi bis zum Abendessen. So, 17:45 und 18 Uhr. Dorothy, größte Villain im Spiel. Ja, schon allein wegen dem Kostüm. Wieso ist der eigentlich alleine am Strand? Na, ja, aber redet er nicht mit uns. André, guten Abend. Schön, dich zu sehen. Willkommen im Stream. Wie geht es dir? Bist gut durch die Woche gekommen? So, jetzt haben sie sich mal umpositioniert. Wunderschön. Dann können wir auch wieder mit den Schwachmaten sprechen. Ja, Alexis. Als ich dich hier treffe. Miau. Chase it down in der Tat. Genau die Person, die sie gesucht hat. Naja, mal gucken. Jetzt, wo wir das erste Event gekriegt haben, können wir zumindest jetzt mal hoffen, dass wir häufiger zumindest das ein oder andere Event mit den Charakteren sehen. Wird ja sonst doch ein bisschen eintönig auf Dauer. Schau mal, der hat kein Herz über den Kopf, was ist denn mit dir kaputt? Danke für alles! Achso, der redet heute nicht mehr mit uns, weil er ein Event mit uns hatte. Etwas K.O. Also so ein typischer Arbeitstag. Selbst Misawa und Princeton haben Affengeräusch gemacht, das war total genial! Was hat er geredet? Ich habe ihm nicht zugehört. Jaden, ich bin mir ziemlich sicher, dass du das alles nur geträumt hast. Also Jaden, hast du also wieder im Unterricht geschlafen? Hey, Pharao. Geile. Gerade gedacht, dass ich mit dir reden will. Mhm. Ich wusste, ich bin einfach nicht für sowas gemacht. Hey! Alex, ich hab dich gar nicht bemerkt. Ich spiele ein Vehicroid-Deck. Das ist ein Deck, das aus Fahrzeugen besteht. Ich hab echt gedacht, dass es ein gutes Deck wäre, weißt du? Aber Mann, ich hab heute im Unterricht voll was vor den Latz bekommen. Jaden wird sich voll über mich lustig machen. Ich mag echt Autos und Lastwagen und so. Chuchu, ich stehe voll immer voll auf Fahrzeuge, brumm brumm. Zieh dir das mal rein, ich habe alle Bilderbücher über Industriefahrzeuge. Am liebsten mag ich Müllwagen. Jesus Christ, Kindergarten-Flashbacks. Ah, und Schneepflüge. Aber die kann man nur im Norden sehen. Ich stehe voll auf Bulldozer und so. Vorne hat er einen sogenannten Schneeschild. Mit dem kann er den Schnee nach links oder rechts räumen. Ach, tut mir leid, ich habe Selbstgespräche geführt. So rede ich mit Jaden nie über Lastwagen. Wenn ich mit dir rede, geht's mir irgendwie besser. Danke. Wir haben noch nie mal Beziehungen dafür hochgekriegt.
Jetzt bin ich sauer. Wer ist Cyrus eigentlich? Ich glaube 5. Auf zum Duellfeld. Wir müssen hier noch mit Zane reden, solange es geht, solange er ein Herz hat. Hey Herzmann. Diesen armseligen Deck willst du nicht mit mir duellieren? Zane, du hast schon 2-mal von 2 Duellen gegen uns verloren, ich wollte es ja nur mal sagen. Hörst du mir zu? Dich super unterhalten. Dann hätten wir hier vorne wieder Bastion. Nochmal einen Frühdienst, dann ist die Woche um. Jawohl. Gute Nacht bis Sunset. Schlaf schön. Alex ist wirklich gut. Bla bla bla. Miau. Bastion hat echt wenig Dialoge. Die ändern sich auch irgendwie nicht. Ja, komm, quatsch mit uns. Habt euch super unterhalten. Dann stören wir mal wieder beim Abendessen. Na komm, lass mich rein. Syrus! Und wehe, du redest über irgendwelche Lastwägen. Miau. Oh, Pharao. Duelle. Ja, genau zu dir wollte ich. Durch super unterhalten. Ja, die guten alten Tech-Force-Teile oder eher die gute alte KI macht, was sie will, Teile. Ja, die KI macht in der Tat was sie will. Zumindest macht sie nicht, was sie sollte. Ab dich super unterhalten. Langsam auf in den letzten Zyklus. Oh, einmal müssen wir noch Zeit vergehen lassen. Ist doch noch keiner am Leuchtturm heute, was ist los? Da sind sie doch. Die Leuchtturmcamper. Ups. Falsch abgebogen. Ah, cute. Dass ich dich hier treffe, ist ja noch nie passiert. Miau. Hey, Pharao. Wie war's mit Duellen? Ich weiß genau, die Person, die ich gesucht habe. Wir haben uns heute noch nicht mit der Alexis duelliert, ne? Komm, Duell. Hey, Duell hört sich doll an. Ja, mal eben schnell platt machen, wenn wir gerade da sind. Papier. Bier. Gegen hoch mit dem Fahren. Lange nicht gesehen. Beispielsweise sein opfert mein Ultimate Runner, um einen Cyberdrache zu beschwören und dann Fusion zu spielen. Ja, ja, solche Dinge. Sehr bezeichnend für dieses Spiel tatsächlich. Ich meine, die KI hat sich eben mein Möbius mit Schnappstahl geklaut, um in Reaktion darauf Monstertor auf mein Möbius zu aktivieren. Und dann als Ersatz, es war genau Alexis, um als Ersatz eine Klingenläuferin zu bekommen. Während der Möbius halt ein echtes Problem für mich gewesen wäre, war es überraschenderweise die Klingenläuferin nicht. Komisch. Das fand ich jetzt gar nicht so nett. Blöde Sakuretsu-Rüstung. Aktivieren wir mal Schwerter für den Fall eines Falles. Nur falls sie was Gefährliches haben sollte. Verstärkung der Truppen zum Beispiel ist nicht gut für uns. Wenn ich heimkehrender Krieger. Jetzt Mr. Lady zurück. Genau, das wollte ich sagen. Nichts anderes. Absolut akkurat. Okay, passt aber. Dann spielen wir den neuen Schieferkrieger. LeBraune ist zurück. Kommt zurück, LeBraune. Das habe ich seit Anfang an verpasst. Alles. Du hast ein Special Event mit Chumlee zum Beispiel verpasst. Du hast unseren Rache-Feldzug gegen Jules LP verpasst. Die 3 Blowbacks gegen uns gespielt hat. Und trotzdem haben wir den Turnaround gekriegt. Du hast verpasst, wie die KI per Schnappstall unseren Möbius geklaut hat. Und unseren Möbius dann geopfert hat für ein schwächeres Monster. Also hast viele tolle Dinge verpasst, muss ich dir leider mitteilen. Ja, das wird wahrscheinlich wieder die Krieger-Lady sein, ne? Ugh. Sakus nerven. Geh weg mit deinem Removal.
Ja, tut wahrscheinlich nur eine Klingenläuferin. Oder ein Toilettensalber. Ja, auch recht. Viech ist jetzt auch nicht so gefährlich. Cool. Sehr sinnvoll. Tja, ich könnte die autonomen Eingreiftruppen nutzen. Und wir haben. Ah ja, wir haben ja Sasuke auf unserer Seite. Dann ist das ja gar nicht mal so doof. Dann gib mir doch einfach meinen gebieterischen Dritten. Hm. Ich wünschte, wir könnten dieses Feuermonster in diesen Friedhof befördern, um Geist der Flammen zu holen, aber. Müsste ich den, wenn er mit einem Menschenfresser fressen, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Wir menschenfressen einfach mal das Viech da. Norm. Footballkämpfer. Jo! Volle Breitseite. 450 ATK! Und 1600 mit dem Ritter. Dank Ritter 2200 mit dem Sasuke. Und nur ein direkter Angriff hinterher. Wunderschön. So muss das laufen. Sie hat nichts. Das ist wieder sehr spannend, Alexis. Na komm, mach mal Feld voll. Einmal volles Feldbonus einsacken. Ich habe keine Ahnung, ob es den hier überhaupt gibt. Dieses Spiel ist ja nicht sehr freundlich darin, uns mitzuteilen, welche Boni hier eigentlich existieren. Welche Boni wir nach Duellen tatsächlich so kriegen. Aber egal. So, und jetzt hier der Kill mit dem Max-Damage. Von 400 LP runter durch 2200. Du gewinnst! 213. Nicht viel, aber hey, Alex ist platt gemacht. Es kann nicht sein, ich habe verloren. Das gibt's nicht. Ich kann nicht verloren haben. Willkommen zurück. Oh, André, vielen, vielen Dank für deinen Sub mit Twitch Prime. Schon 2 Monate. Danke, danke. Boah, Tomrad hat richtig Schaden genommen noch. Ich würde sagen, Tomrad ist jetzt ungefähr auf ein Drittel seiner maximalen Lebenspunkte runter. Es wird nicht tatsächlich mehr übermäßig lange dauern bis zum Streamboss-Wechsel, schätze ich. Aber ich würde sagen, 2 Streams hält er sich noch mindestens. Mindestens. Alex, wenn du im selben Schlafsaal bist wie Jaden Yuki, musst du viele Gelegenheiten haben, ihn bei Duellen zu sehen. Bei den Duellen von Jaden ist alles möglich. Ihn um sich zu haben, ist gut für dich und Syrus. Jaden, du hast, glaube ich, ein Problem. Tondrit muss fallen. Ja, genau, wirf mal ein Bit drauf. Hörst du mir zu? Und dann Riesenspenden-Heal von Tondret. Das wäre natürlich sehr trollig von ihm, wenn er sich jetzt wieder komplett hochheilt, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Das wäre sehr übertrieben. Sehr übertrieben. Waren wir schon nachts bei Bastion? Ich glaube, ich habe vergessen, nachts zu Bastion zu gehen, oder? War ich vorher bei ihm? Ich bin mir nicht mehr sicher. Oh, jetzt ist er weg. Okay, Problem gelöst. Wenn wir da waren, waren wir da. Wenn wir nicht da waren, waren wir nicht da. Whatever. Hey Leute. Ich muss nochmal mit euch quatschen. Oh Mann, bin ich fertig, Homgothor. Ja, gute Nacht. Na. Selbst wenn, dann schmeiße ich halt noch mehr Bits. Ja, schmeiß noch mehr Bitstücke auf ihn. Mach ihn platt. Du schaffst das, Crazy Kevin. Ich glaube an dich. Irgendwann wirst du ihn totschippen. Mit deinem Bitstück. Gehen. Bin ich alle. Gute Nacht. Siehst du keinen Schlammer zu ran? Ja. Beeindruckt bin ich, sobald du schaffst, jemanden, also einen Streamboss mit einem ein Bitstück tatsächlich zu killen und damit Streamboss zu werden. Da bin ich beeindruckt, wenn du das hinkriegst. Bin ich super unterhalten. So. Wunderschön. Bevor wir den Tag beenden, einmal noch in die Datenbank gucken. Den haben wir noch nicht gelesen. Crawler haben wir schon gelesen, Damon haben wir gelesen, die Fangirls haben wir gelesen, Blair haben wir gelesen, Fonda meine ich. Haben wir jetzt alles tatsächlich schon gelesen? Ja, schneller als ich dachte. Wir haben Zeman gelesen. Haben wir Cyrus' komplettes Profil gelesen? Ich bin mir nicht sicher. Cyrus bewundert Jaden sehr und sieht zu ihm auf, wie zu einem großen Bruder. Aber er hat auch einen älteren Bruder, deshalb ist er für
Deshalb hat er für die beiden unterschiedliche Spitznamen. Er respektiert starke und verlässliche Persönlichkeiten, aber er fühlt sich in ihrer Gegenwart immer ein bisschen unterlegen. Er möchte eines Tages so stark wie Jaden sein. Ups. Cyrus hat nicht viel Selbstvertrauen in seine eigenen Fähigkeiten. Das mag der Grund sein, warum er immer so eine negative Einstellung zu allem hat. Aber auf der anderen Seite kann er auch oft sehr kritisch gegenüber anderen sein. Er hat für gewöhnlich eine negative und halbherzige Einstellung bei seinen Duellen. Dies lässt ihn immer glauben, dass er gar nicht gewinnen kann. Aber seit er Jaden getroffen hat, ändert sich seine negative Einstellung langsam zu einer positiven Einstellung. Cyrus liebt alle Arten von Fahrzeugen, deshalb benutzt er viele Vehicle-Karten, bla 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 bla. Das haben wir auch schon mal gesehen, das mit dem Vehicle-Karten. Er verliebt sich leicht Hals über Kopf in irgendwelche hübschen Mädchen, aber bis jetzt hat er in seinem Leben noch keine ernsthafte Beziehung gehabt. Ja, das haben wir definitiv schon mal gelesen. Okay. Wir haben tatsächlich alle Profile gelesen, wobei bei Chumley bin ich mir nicht ganz sicher. Kann sein, dass wir Chumley übersprungen haben. Wenn wir noch eins lesen, dann lesen wir Chumleys. Ja, Ende des Tages. Wir sind durch für heute. Mal gucken, ob wir eine neue Event-Mail kriegen. Oh Gott. Ohren zu halten, Leute. Ohren zu halten. Schon wieder Chumley? Danke für den Gefallen. Lass uns noch ein Duell austragen. Wie, das war's? Das war die komplette Nachricht? Dieser Sound. Oh, widerlich. Hm. Hm. Ich glaube, der hatte doch Fish Sandwich, oder? Ja. Ja, aber ich hatte nur extra reingeguckt, um die Sandwich Vorlieben nachzulesen. Naja, aber er hat kein Ausrufezeichen heute im Kopf. Also es war nur eine. Oh, danke, dass du mein Event gemacht hast, Mail. Hm. Dann gehe ich noch mal ganz kurz zur Datenbank, weil ich habe da jetzt eben nicht drauf geachtet. Wie viele Herzen haben die eigentlich? Das ist schon bei 4,5 der Jaden, während Chumley erst bei 3,5 ist. Ist auf jeden Fall dann nicht gefixt, wann die Events... Also, es ist nicht bei allen die gleiche Anzahl an Herzen, wann diese Events kommen. Vielleicht ist es auch random gewesen, kann ich natürlich nicht sagen. Dass man Zane mal hier auf Freundschaft ausgebaut hat, ne? Am besten dauert aus irgendeinem Grund auch ziemlich lange, aber bei Zane, das ist ja extrem. Jetzt hat er mal ein Herz über den Kopf gehabt und ist immer noch gerade mal bei einem Drittel. Na gut. Ich könnte vor 45 aufstehen, das ist belastend. Ja. Right. Gucken wir mal, ob die Katze da ist. Mr. Kitty Cat. Irgendwo in der Umgebung. Katzen in der Kantine. Oh, eine Katze in der Kantine. Dann... Katzenbauer! Mau. Kopfstreichen. Streichelt in den Kopf. Mau. Scheint mir nicht zu mögen. Ich bin froh, dass ich das safe state. Ansonsten hätten wir diese Katze an fast keinem Tag bekommen. Mau. Halt streicheln. Mau. Das scheint er zu mögen. Yay! Katze! Dann gehen wir doch mal mit unseren drei Freunden da oben quatschen. Oh, der Zod! Mit dem Ray-Emote. Hey Zod! Willkommen im Stream! Ist heute spät dran. Warst beschäftigt? Hör mal, Leerzeichen, Alex, bla bla bla. Stell einfach dein bestes Deck zusammen, bla bla bla. Dann kannst du ohne Bedenken jemandem was vom Platz knallen, bla bla. Jane, du gibst mir aber einen guten Rat, wenn man bedenkt, wie früh morgens ist, schnarch. Hast du im Schlaf geschwommen? Ja. Ich war vorhin schon da. Oh, okay. Dann, willkommen zurück. Geil gedacht, dass ich mit dir reden will. Okay. Habt euch super unterhalten. Ich wollte nicht mit Jane reden. Stehe ich vor Jane? Cyrus, Chumley, los! Ich komm, Jane! Alter! Jaden Yuki, der... Der kleine Junge mit dem blauen Haaren, das ist Jaden Yuki. Ist am Laken. Verstehe. Laken ist auch mal okay. Hey, morgen, Leerzeichen Alex. Du kannst von alleine aufstehen, was? Jaden könnte sich locker eine Scheibe von dir abschneiden. Kennen wir auch. Na. Oh, Fahrer, oh. Hobbys. Ha, genau zu dir wollte ich. Und Chumdam. Yo, ho!
Hab ich dich überrascht? Miau. Einfach so. So, ich habe ihm die falsche Stimme gegeben. Geht aber nicht. Willst du mit mir reden? Ich bin super unterhalten. Ja gut, bevor wir das Gebiet hier verlassen, wir sollten mal wieder hier Jaden duellieren. Haben wir jetzt wieder ein paar Tage lang nicht gemacht. Der kleine Junge hier möchte doch im Spielparadies abgeholt werden. Ja, dankeschön. Das Spiel irgendwie lang geladen. Ein Schieferkrieger ist immer gut. Ein Wolkenkratzer ist immer schlecht. Ja. Dann hätte ich da einen großen Angus im Angebot. Schauen wir mal, ob es ein Clayman ist oder ein Bubbleman. Es ist Bustinatrix. Okay. Whatever you say, Game. Schwerdas. Immer gut. Täglich mit Zane duellieren. Vielleicht füllt das die Anzeige mehr auf. Das Problem ist, dass Zane meistens ein, meistens sauer ist. Ich meine mich zu erinnern, das ist so ein Ding mit Kapitel 1 in diesem Spiel. Solange er sauer ist, kriegt er einfach wenig Bonus. Deswegen habe ich mich auch gestern mit ihm duelliert, weil er mal ein Herz über dem Kopf hatte und da einfach mehr Bonus gekriegt hat. Tja, da keinen Claimer zu haben scheint. Bleiben wir mal bei den Offensivkräften hier. Und geben Gagagigo eine Axt. Na. Oh. Es musste passieren. Es musste passieren. Aber warum in aller Welt hat er ein Getop-Deck gerade? Warum hat der Clayman nicht in Runde 1 gespielt? Und nur Sakura dann natürlich auch. So ein Sack. So ein blöder, blöder Sack. Hm. Na gut, dann holen wir halt unseren Barul Dragon. Yep. Raus damit und dann aktivieren wir den Effekt des Barul Dragon. Hoffen wir mal, dass wir das Monster da loswerden können. Yes! Nice. Oh! Das war eine Cyberdose. Das hat sich gelohnt. Da bin ich froh, dass wir das Viech auf die Art und Weise losgeworden sind. Zack, bumm. Spieler. Ja, dann schauen wir mal, ob wir noch eins Snipe kriegen hier. Nope, kriegen wir nicht. Schade. Ja, liegt ein Wolkenkratzer, ne? Wenn ein Monster angreift, dessen Name in dem Teil, blablabla. Falls seine ATK niedriger sind als die ATK des Ziels des Angriffs, erhöhe die ATK 1000 Punkte. Stopp. Mal gucken, wie gut das läuft. Versuchen einfach mal unser Glück. Wollte schon immer mal Bustinatrix spielen. Und Schieferkrieger, raus mit dir. Bustinatrix, schauen wir, wie es läuft. Ein Verwandlungskrug, ach herrlich. Naja, dann war es ja gut, dass wir alle unsere Karten benutzt haben. Wunderschön. Direkte Attacke. Geplau. Und Rückstoßdrache. Direkte Attacke. Wunderschön. Wie war das mit den autonomen Eingreiftruppen? Bla 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 bla. Blabla, wenn diese Karte vom Spielfeld entfernt wird, zerstört auch ausgerüstet und so. Okay, war keine von den Karten, die ich mit Riesentornado zurück auf die Hand nehmen konnte, um sie dann nochmal zu benutzen wie Premature Barrier. Jeez, voll da hinten. Okay, wir schauen mal, ob wir unser gegnerisches Monster einfach blown backen können. Hm? Yes!
So habe ich mir das vorgestellt. Okay, dann brauchen wir nämlich gar keine großen Risikos einzugehen. Dann aktivieren wir nämlich einfach die Riesentornade. Und hier Wärmerkopf. Jaden, dein Feld sieht so leer aus. Was ist denn da passiert? Ganz, ganz komisch. Ganz, ganz, ganz komisch. So. Dead. Du gewinnst. LP in der Skin ist wohl auf 0 reduziert. Die schlief doch. Mist, ich hab verloren. Lass uns nochmal spielen. Lass mal. Ich wollte die einfach nur zwischendurch mal wieder duelliert haben. Okay. Dann würde mich interessieren, ob Zaneman heute noch auf Herz ist oder ob er jetzt wieder zurück zu Dauermatch-Status ist. Oh, er hat gute Laune. Oh, okay, okay. Das war kein Herz über dem Kopf, aber zumindest gute Laune. Alex, bla 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 bla. Na. Duelle. Hörst du mir zu? Was sagt er eigentlich, wenn wir einfach mal so mit ihm quatschen? Naja, ich denke, ich sollte da mal zum Unterricht aufbrechen. Ah ja, sehr gesprächig. Bin ja froh, dass ich mit ihm gesprochen habe. Götz, Alexis. Sup. Guten Morgen, schöner Tag heute, oder? Miau. Sag ich dazu. Genau die Person, die ich gesucht habe. Habt euch aber super unterhalten. Bastion hatten wir noch nicht. Dann ist Bastion unser letztes Opfer. Luft tut gut, darum komme ich auch hierher. Hm, sozusagen seine allmorgendliche... Miau. Hallo Pharao. Tschüss Pharao. Dich super unterhalten. Ich dachte den ganzen Tag Herzen nur im Kopf, aber er gibt trotzdem nicht so viele Herzen, wie er geben sollte. Hab ich zumindest das Gefühl. Es sollten mehr sein. Ja, gut, dann... Hätte ich eigentlich Lust, noch den anderen Lehrer herauszufordern. Für das nächste Mal. Wir lassen einfach mal die Zeit kurz nach vorne schreiten. Das ist, glaube ich, schneller bei einer kompletten Stunde, als wenn ich jetzt die ganze Bildwechsel mache. Oh, hier Zeitreffer. Zur entsprechenden Zeit springen. Gehen wir nach 8 Uhr weiter. Jo. Pum, 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 pum. Ist hier eigentlich irgendwer um 8 Uhr? Schwänzt jemand den Unterricht? Generell haben wir uns noch nie überall umgeguckt, so während eigentlich Schulzeit ist. Vielleicht sollten wir das auch mal tun. Naja. Dann speichern wir doch erstmal. Es ist nämlich schon wieder 22 Uhr. Und das heißt, wir sind durch für heute. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, wenn wir mal die Möglichkeit haben und ausnutzen werden, die Gegend einfach mal zu erkunden, während eigentlich Unterricht wäre. Mal gucken, ob man irgendwen findet. Und im sonstigen Falle können wir noch einen neuen Lehrer duellieren, den wir noch nicht duelliert haben. Bis dahin, see ya.